Ja, es ist eine wunderbare Auszeichnung, eine Ehre. Und wir freuen uns halt darüber, dass sozusagen diese Arbeiten doch auch wahrgenommen werden. Wir haben ja eine Arbeit darstellen können, wo wir das erste Mal Patienten gefunden haben, die Mutationen im Transkriptionsfaktor Helios haben. Helios, der griechische Sonnengott. Helios ist bekannt, dass er eine wichtige Rolle hat in der Blutbildung und auch in der Leukämogenese. Und wir konnten jetzt neue Funktionen über dieses Protein darstellen, über unsere Arbeit. Für mich als Medizinstudent ist es wirklich, fühle ich mich sehr geehrt, diesen Best Abstract Award bekommen zu haben. Und es ist auch ein Ansporn für mich, neben meiner Ausbildung im Krankenhaus weiter zu forschen. Und ich freue mich auch besonders, dass seitdem wir die Arbeit publiziert haben, Kliniken auf der ganzen Welt auf uns zugekommen sind und weitere Patienten gefunden haben, die davor undiagnostiziert waren, bevor wir unsere Forschungsarbeiten publiziert haben. Es ist für mich eine ganz besondere Freude, dieser Preis, weil das ist das Ergebnis einer langjährigen Arbeit von ganz, ganz vielen Leuten im Bereich Neuroblastom, die auch im Zusammenhang mit der Hochrisikoneuroblastomstudie die Behandlung von Kindern mit Neuroblastom verbessert. Dieser Preis ist, glaube ich, eine großartige Auszeichnung für Christina Peters für ihre langjährigen Beiträge im Bereich der pädiatrischen Stammzelltransplantation, insbesondere für Kinder mit akuter lymphoblastischer Leukämie und für langjähriges internationales Engagement auf diesem Gebiet. Seitens der St. Anna Kinderkrebsforschung sind wir sehr stolz heute. Wir danken hier unseren Preisträgern und allen Mitarbeitern für diese hervorragende Arbeit.